Hallo, meine lieben Zwillinge. Ich mache heute eine neue Legung für euch, und zwar mit den Lenormand-Karten, meine Lieben. Und diesmal schauen wir uns einfach mal an, was kommt Ende Oktober bis Mitte November, so circa. Ja? Mal sehen, was hier die neuen Energien einfach zeigen, ja. Und zwar werde ich mir anschauen, Liebe, Beruf, Finanzen und vielleicht noch Allgemeines. Und diesmal habe ich für euch eine erweiterte Legung, ja? So, für meine Zwillinge bitte. Was zeigt sich Ende Oktober bis Mitte November? Schau mal. Wahrscheinlich Erfolg oder es kommen Lösungen rein, ja? Das tue ich nochmal zurück. So, was zeigt sich Ende Oktober bis Mitte November bei meinen Zwillingen? Okay. So. Ich schaue mir auch gleich das untere Deck an, meine Lieben. Hui. Okay, der Fuchs. Moment. Wir haben die Ruten und den Ring. Gestern hatte ich die Legung für Waage gemacht. Ich vermute fast, da ist dasselbe herausgekommen. Vielleicht war es auch ein bisschen anders, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Somit würde ich sagen, es gibt hier raffinierte Kommunikation in eurer Beziehung oder was raffinierte Kommunikation, schlaue Kommunikation, clever sein, was Verträge angeht. Verträge muss jetzt nicht immer Beziehung sein, könnte sein, ja. Ja, mit Fuchs und den Ruten. Das kann ja auch sein, dass man hier Zweifel hat, zweifelhafte Absichten, was eine Beziehung angeht. Es kann auch sein, durch Lügen eine Beziehung aufrechterhalten, ja, oder durch Lügen in irgendwelchen Verträgen verstrickt zu sein, ja? Okay, meine Lieben, wir werden es nachher sehen, was das ist, ob das hier was mit Beziehung zu tun hat oder Verträge, Arbeitsverträge, Mietverträge, wer weiß, ja? Weil mit dem Ring, das sind einfach so Verträge, Beziehungen, genau. Jetzt habe ich die Karten noch einmal gemischt, aber es passt. Es passt, ja. Ich habe das nämlich gerade nach Gefühl gemacht. Okay, dann lasst uns jetzt beginnen. Wir haben hier die Lilien, das Kind, Sarg, die Dame, Herz, Störche, Schiff, Mond, Fuchs, da ist er ja. Okay, Klee, Berg, Baum, Reiter, Wege, Wolken, Kreuz. Wir haben hier den Herrn, Blumen, Sense, Vögel, Hund, Mäuse, Ruten, Schlüssel, Sternbuch, Schlange, Anker, Bär, Park, Brief und Turm. Moment, ich muss mal kurz ins Bild schauen, ja. Es wird eng. Ich mache mal so überlappend, damit ihr etwas sehen könnt. Fische, Ring,
Sonne und das Haus. Okay, also gut. Ich mache mal ganz kurz Stopp, verschiebe sie ein bisschen nach oben, so dass ihr alles auf dem Bild habt. So, meine Lieben, man kann jetzt alles gut sehen. Ich nehme mir mal die großen Arcana-Karten, meine Lieben, und wir schauen uns einfach noch an, ob es hier noch ein Hauptthema gibt. Genau, für Ende Oktober, Mitte November für die Zwillinge. Was zeigt sich hier sonst noch? Was ist so ein Thema? Es kommt gerade irgendwie bei vielen, der Turm umgedreht. Okay, und die Welt. Die Welt ist jetzt richtig rum. Moment. Also, wir haben hier Widderenergie und Steinbock. Ich könnte mir vorstellen, die Message ist, es ist noch immer Zeit, etwas zu verändern. Es ist noch immer Zeit, etwas zu vermeiden, ja. Ja, ich müsste mir einfach mal anschauen, wie sich das so im Gesamten hier zeigt. Es ist Zeit, etwas zu vermeiden, einen Abbruch, einen Fehler, ja. Okay, dann lass mich mal schauen. Meine lieben Zwillinge, ihr seid auf dem Platz des Hauses und auf eurem Hausplatz haben wir hier den Bären. Oh, seid ihr vielleicht sehr dominierend, ja, oder eifersüchtig, ja, es kann auch sein, ja, kann sein, dass ihr eure Krallen rausholt, ja, so, mir passt das oder das nicht, es wird so gemacht, wie ich das will, also ich denke, ihr seid es sehr stark, sehr autoritär, sowas kann es sein, ja, okay, ihr seid hier noch auf dem Platz des Hauses. Seid ihr Hausbesitzer, ja, Hausbesitzerin oder Hausherrin? Ihr habt hier das Sagen zu Hause, ja, genau. Euer Gegenüber haben wir hier. Gegenüber ist eine wichtige Person, euer Partner oder wichtige Person. Okay, auf dem Platz der Störche ist dein Gegenüber. Auf dem Platz des Herren, was ja normalerweise hier ist, ist der Anker. Okay, mit diesem Gegenüber, also sehe ich die Energien von Zwillinge, Waage, Wassermann oder Krebs, Skorpion, Fische. Jemand im gleichen Alter oder jemand Älteres, jemand mit hellen Haaren, grauen Haaren, weißen Haaren, braune Haare und dunkle Haare sehe ich auch. Ja, gut, ich glaube, hier sind alle Haarfarben dann. Dieser Gegenüber scheint hier eine Transformation vorzuhaben, eine Veränderung im Leben. Vielleicht ist dieser Person auch die Arbeit sehr wichtig oder eure Verbindung ist eine sehr starke Verbindung, ja? Eine stabile Liebe, eine gute Rollenverteilung, obwohl ich dich, liebe Zwillinge, stärker sehe, genau. Ja, kann auch sein, dass dein Gegenüber sehr flexibel ist, anpassungsfähig, fleißig, ja, so ein Workaholic, ja, mit dem Anker hier. Okay, wie sieht es denn aus im Bereich Liebe? Ja, Liebe ist ja direkt neben dir, meine lieben Zwillinge, ja. Das heißt, die Liebe ist dir momentan sehr wichtig, die Herzensangelegenheiten. Du schaust mir aber hier auf den Sarg. Irgendwas scheint hier auch zu enden. Vielleicht gerade, weil ich auch hier gesagt habe, eine Transformation mit dieser Person. Ja? Auf dem Platz des Herzens sehe ich hier aber Erfolg oder Lösungen, die hier reinkommen. Ja, aha, vielleicht könnte ich das verändern oder vielleicht sollten wir diesen Weg gehen, ja, sozusagen den Schlüssel gefunden zu haben, ja, für die Liebe, ich weiß jetzt, wie ich jetzt vorgehen muss, ja. Ja, das spiegelt sich auch hier mit dieser Person, also ich habe
das Gefühl, du findest hier eine Lösung, was diese Person hier angeht. Ja, das geht dir aber sehr, sehr nah. Ja, mit den Fischen hier, da ist schon sehr viel hier im Gefühlsbereich. Und auch im Thema Beziehung, ja, sagen wir mal Liebesbeziehung, ja, kommen hier Erkenntnisse rein. Ja, ich habe so das Gefühl, das ist hier die Erkenntnis, das hier ist auch die Erkenntnis. Irgendwas wird euch hier klar, was die Liebe betrifft. Lass mich mal kurz schauen. Irgendwas im Bereich Liebe läuft falsch, vielleicht lügt jemand. Hier ist eine Nachricht, vielleicht eine Lügenbotschaft auf dem Weg zu euch. Ja? Kann auch einfach sein, dass diese Person dein Gegenüber sehr eifersüchtig ist und das bekommst du jetzt hier mit. Ja, diese Person ist auf dem Weg zu dir, zur Unterstützung, zum Helfen. Und es kommt auch im Bereich Liebe wieder Klarheit rein, vielleicht auch Glück. Moment. Etwas in der Öffentlichkeit. Hier wird vielleicht die Liebe öffentlich gemacht, ja? Vielleicht noch, dass man hier vielleicht noch schwanger ist, ein Kind möchte, zusammenzieht, ja? Ja. Okay, lass mich mal den Bereich Beziehungen sehen. Beziehung ist hier auf dem Platz der Fische, ja? Also, man hat hier tatsächlich sehr, sehr tiefe Gefühle füreinander. Eine starke Verbindung würde ich hier auch sehen. Eine Verbindung, die auch wieder was mit Klarheit zu tun hat. Ja? Warum dein Gegenüber hier den Fuchs hat und dann auch noch die Lilien? Das muss ich mir gleich nochmal anschauen. Ja? Also mit dem Fuchs auf dem Kopf. Dein Gegenüber verheimlicht dir eine sexuelle Sache in der Öffentlichkeit, vielleicht in ein Freudenhaus gegangen zu sein oder ich weiß es nicht, oder irgendwas. Es kann dir natürlich was auch im Familienbereich verheimlichen, das kann auch sein. Oder eben dein Gegenüber. Ja, mit dem Fuchs ist schon schwierig. Mit dem Fuchs kann sein, dass dein Gegenüber hier eine falsche Entscheidung getroffen hat, ja. Ich schaue gleich mal mit den Tarotkarten noch im Bereich Liebe. Ja, einerseits eine wahnsinnig starke Liebe, aber auch hier ist etwas, ja, also im Kopfbereich deines Gegenübers hat die Person was Hintergedanken bei irgendeiner Sache. Und außerdem schaust du auf den Sarg. Ja? Und auch wenn ich bei diesem Gegenüber schaue, Moment, ein kurzes Ende, werdet ihr euch vielleicht kurz trennen, das wäre möglich. Das Ende einer Beziehung kann es sein, ja. Es kann auch sein, Neuanfang nach einer Trennung, ja. Sowas kommt hier auch irgendwie so rüber, ja. Dass man die schwierigen Zeiten überwinden möchte und somit auch wieder neu beginnen möchte. Das scheint hier deinem Gegenüber sehr am Herzen zu liegen, ja. Der Sarg, und hier wäre ja der Sargplatz, das macht deinem Gegenüber sehr, sehr zu schaffen, dass ihr eventuell gerade getrennt seid oder eine kurze Trennung hattet, ja, schau mal hier, das ist der Mondplatz, ja, ist
Da ist diese Person sehr labil, ja? Warum Trennung? Oh Gott, warum ist das passiert? Warum habe ich hier Pech? Und ja, und hier wäre dann auch der Turm platzt, ja, es wurde hier was abgekattet. Also entweder, meine lieben Zwillinge, ihr habt hier vielleicht gesagt, nee, weg, es geht so nicht, mir gefällt die Situation gerade nicht, ja, ich vertraue dir nicht. Es kann sehr gut sein, dass es hier ein kurzes Ende gab. Und dennoch würde ich fast sagen, es kommt wieder Versöhnung hier rein. Okay. Nachrichten kommen rein, die dir Sorgen bringen. Und diese Nachrichten sind schriftlich per E-Mail. Ja, und die kommen auch sehr bald. Dein Gegenüber hat hier Geheimnisse, was die Gefühle angehen oder Geheimnisse, was die Finanzen angehen. Bei dir sehe ich, du möchtest hier in Herzensangelegenheit eine Veränderung haben. Du möchtest hier deine Wünsche, Sehnsüchte erfüllen, ja, du möchtest, dass das klappt, dass das in Erfüllung geht. Lass mich noch mal den Ring, ah ja, hier ist der Ring. Okay, lass mich mal hier schauen, was so Beziehungen betrifft. Neuanfang, was Beziehungen betrifft. Warte mal. Oh. Oh, okay, Entschuldigung, Ende einer Beziehung, tut mir echt leid, ich bin jetzt gerade verrutscht. Ende einer Beziehung, Transformation einer Beziehung, ja. Transformation kann auch sein, man hat von etwas Abschied genommen, was euch beiden nicht gut getan hat, und dann beginnt man von neuem. Da muss man mal schauen. Okay, Beziehungsende führt zu sehr viel Weinerlichkeiten, viel traurig sein, viel ja, so dieses psychische. Oh, ich fühle mich so schlecht, so depressiv. Hier kommt aber eine Nachricht rein, was eure Beziehung oder was, ja, was eure Beziehung betrifft. Eine Nachricht und eine Einladung, eine Überraschung. Warte. Gespräche, ja, Gespräche werdet ihr führen. Gespräche über Stabilität, über wie geht es denn jetzt mit uns weiter, was sind die nächsten Schritte, und ihr werdet euch auch über eure Gefühle aussprechen. Ja, und das kommt bald auf euch zu. Gut, dann lasst mich mal mit den Tarotkarten jetzt schauen. Ja, also. Ich glaube, du kannst hier etwas vermeiden, ein Ende vermeiden, etwas, ja, vielleicht ist es wirklich, falls es hier um Beziehung geht, nur ein kurzes Ende, nur eine kurze Trennung, ja, weil ich sehe, es kommen definitiv nochmal Gespräche rein. Okay, ich möchte was wissen zu deinem Gegenüber. Ich möchte mal den Fuchs hier wissen. Also Fuchs auf dem Kopfplatz deines Gegenübers, was ist das hier? Warum? Rat des Schicksals, bitte noch eine Deutung. Und den Magier haben wir hier. Ich habe das Gefühl, dieser Gegenüber ist ein Spieler. Ja, also spielt eventuell etwas vor. Also vielleicht Probleme, die gar nicht da sind, muss gar nichts Großes sein, ja? Also entweder es spielt euch was vor und es ist wirklich dann nicht positiv zu sehen, oder es spielt euch so vor, ach, wegen dir, ja, also sowas, theatralisch. Okay, was empfindet denn die Person für dich? Schauen wir mal gleich, ja? Also spielt dir was vor. Aber was sind denn die wahren Gefühle? Die wahren Gefühle für euch, meine lieben Zwillinge. Abwartend der gehängte, Stagnationen, Ass der Münzen und die Hohe Priesterin.
Welche Gefühle hat es denn wirklich? Es empfindet einfach, ich warte, bis mein Zwilling auf mich zukommt. Ja, ich sehe Passivität, ja, also die Empfindungen sind da, ja, ich bin ja hier und jetzt schauen wir mal, wie jetzt mein Zwilling reagiert. Ja, ich hätte schon gerne, ich glaube, mal sehen, ob mein Zwilling einen Neuanfang mit mir möchte. Ja, ich warte. Ich warte. Gut, so habe ich es aber jetzt nicht gemeint. Ich wollte jetzt eigentlich wissen, ob dein Gegenüber dich liebt oder ja, was gibt es hier? Also wenn ich jetzt wirklich eindeutig wissen möchte, von der Herzgegend her, was empfindet hier dein Gegenüber von der Herzgegend? Ja? Liebe oder? Da bin ich jetzt mal gespannt. Enttäuschung. Ja, also es empfindet, es ist noch, es versucht die Enttäuschung loszuwerden. Mit den 5 Kelchen, es empfindet Vergebung, Hoffnung und dass man sich wieder verträgt. Also komisch, komisches Szenario, ja. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die Person wirklich jetzt eine Spielerperson ist oder die Person scheint auch nicht so ganz genau zu wissen, was los ist, ja. Was gibt es hier noch im Liebesbereich? Ja, was kommt hier, eine Erkenntnis rein, kommt hier im Liebesbereich? Erfolg rein, ja, was ist es denn hier? Was kommt hier denn rein? Entscheidungen. Entscheidungen, also dass man Entscheidungen treffen muss. Und dann aufeinander zugehen, weil es gibt einfach noch vieles, was im Unklaren ist, was ihr noch nicht gelöst habt. Ja? Okay. Warum ist der Sarg neben meinen lieben Zwillingen? Ja, was ist da los? Warum ist der Sarg hier? Wie meinen lieben Zwillingen hier. Ja, weil man einfach keine Perspektiven sieht. Ja, also es ist zu Ende und ihr seht wahrscheinlich gar nicht, will mein Partner zurück oder nicht. Vielleicht seid ihr nicht mal getrennt und es ist einfach so ein Gefühl, so ein. Es geht nicht voran bei uns, ja, so irgendwie eine stagnierende Situation sehe ich hier im Bereich Liebe. Okay, ich schaue mal, ob ich nachher noch was sehen kann, ja. Also gut, dann lass uns mal schauen, den Bereich Beruf bei meinen Zwillingen. Wow, okay. Beruf, ja, Glück, Erfolg, ja, Stress auch von zu viel Arbeit wahrscheinlich, komplexe Arbeit oder auch Umwege, viele Umwege bei der Arbeit, ja, sowas in der Art. Diese Arbeit bringt Geld. Eine Menge Geld, ja. Du hast hier auch Unterstützung, du hast hier einen Vorgesetzten. Oh, mit dem Vorgesetzten scheint dir aber etwas unklar zu sein, ja. Unklar, was eine Veränderung betrifft. Okay. Ja, Moment. Bei der Arbeit kommt plötzlich Glück rein und Harmonie. Lass mich mal hier rüber schauen. Im beruflichen Bereich kommt Unterstützung, Hilfe bei einer Entscheidung, die euch sehr am Herzen liegt. Sowas, ja. Gut.
Es kann auch sein, dass ihr euch hier selbstständig macht oder schon selbstständig seid. Ja, da kommen auch Nachrichten rein. Diese Nachrichten kommen sehr überraschend, aber bringen anscheinend Glück hier rein, kleines Glück. Ja? Okay. Im familiären Bereich gibt es hier einen Neuanfang nach einer Transformationszeit. Ja, also das hat jetzt aber... Du schaust auch dahin. Du weißt, dass sich hier im Familienbereich oder im Bereich Sex einen Neuanfang gibt und man muss sich von etwas lösen, von etwas trennen, Goodbye sagen. Ja? Da der Sarg hier auch auf dem Platz des Schiffes ist, habe ich so das Gefühl, man verabschiedet sich von diesen ganzen Traumvorstellungen. Ach, das ist so toll mit meinem Partner oder hier kommt alles wieder in Ordnung, sowas. Also so diese großen Erwartungen, das tut man hier anscheinend über den Haufen werfen. Ja, okay, ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt so schnell vom Beruf weggekommen bin. Lass mich mal da weiterschauen. Ja, im beruflichen Bereich gute Finanzen, ein Neuanfang im beruflichen Bereich, vielleicht auch ein finanzieller Neuanfang, Wünsche, Träume, wachsen, ja, als beruflicher Bereich, da wächst was. Irgendwas kommt hier ins Handeln. Oder, Moment, der Herr und die Mäuse. Kann auch sein, dass eine Aktion, dass man sich für etwas entscheiden muss, nimmt ab. Ja, vielleicht hatte man hier noch ein zweites Projekt oder noch eine Entscheidung offen, aber das ist auf dem Platz der Entscheidungen. Also Entscheidungen werden einem abgenommen. Komplikationen. Entweder Heilung im beruflichen Bereich oder es kann sein, dass Dinge auch noch durch Umwege noch, ja, es ist anscheinend nicht so eine gerade Straße, sondern es kommen trotzdem hier und da Komplikationen immer wieder rein, was den beruflichen Bereich betrifft. Wahrscheinlich ist das Einzige, dass man hier noch abwarten muss, ja. Also, weil man hier größere Wünsche hat. Ja. Okay, dann lass mich mal noch schauen. Beruflicher Bereich bei meinen Zwillingen bitte. Beruflicher Bereich. Was gibt es hier sonst noch? Ende Oktober, Mitte November. Page der Stäbe umgedreht. Was gibt es hier sonst noch? Schau mal. Viel Stress, viel zu tun und Page der Stäbe. Ich habe keine Wünsche außer Geld, habe ich das Gefühl. Ja? Also Page der Stäbe, da hat ja keine Ideen mehr. Ich möchte nur Geld, so ungefähr. Also ich kümmere mich jetzt nur um Geld. Also ja, also das ist es. So dein Vorgehen, welchen Weg du gehst, ist einfach, ja, wenn es sein muss, arbeite ich halt viel. Aber ich möchte viel Geld, ich möchte Wohlstand in meinem Leben, ich möchte eine Veränderung, ich möchte eine Vollendung haben, ja. Und ich möchte das Geld so schnell wie möglich. So habe ich das Gefühl, ja. Also du bist da sehr auf das Finanzielle fixiert, ja, ich möchte hier schnell vorankommen, wie geht's und so weiter. Also gut, dann würde ich jetzt gerne auch noch Bereich Finanzen anschauen. Finanzen auf dem Platz des Schlüssels, Erfolg im finanziellen Bereich. Geld kommt aber auf Umwegen, ja, kann sein, dass es hier trotzdem noch ein paar Kürzungen gibt. Aber es sind hier geheime Finanzen, es ist hier Glück im Bereich Finanzen,
stabile Finanzen durch die Arbeit, stabile Finanzen durch Verträge. Ja, okay, dann würde ich mal gerne hier auch schauen. Neuanfang im Bereich der Finanzen. Wünsche und Träume hat man auch hier im Bereich Finanzen. Wachstum. Moment. Ja, also es kommt mir so vor, als wäre das gleiche wie der Beruf. Also der Beruf und Finanzen, das ist der gleiche Weg. Also es kommt durch den Beruf. Okay, finanzielle Situation bitte. Wie geht es hier weiter? Wie geht es hier weiter? Noch ein Blick mit den Tarotkarten. Ja, Stabilität, man kümmert sich drum, man gibt auch viel, um viel zu bekommen. Man ist hier vernünftig am Arbeiten, man, ja, es ist einem wichtig. Schon wieder Page der Stiefel, also irgendwie, ja, also die Energie wird ganz schön viel im Bereich Finanzen und Beruf. Ja, was anderes interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich habe hier nur Pläne, um Wachstum in meinen Finanzen, im beruflichen Bereich voranzukommen. Ja, das sind so die großen Pläne bei euch. So, lass mich mal weiterschauen. Was ich hier auch noch sehe, schau mal hier mit dem Mond und den Sternen. Also hier hat man glückliche Pläne. Ja, hier hat man Gedanken über das Glück. Freut sich, glaube ich, auch darüber. Ja, Lilie und Turm. Familiäre Trennung wird öffentlich gemacht. Das gibt hier Kommunikation, Getratsche. Ha, die haben sich getrennt oder was auch immer. Ja, das sehe ich hier. Das wird hier auch verletzen, ja, dass man hier rumtratscht. Das wird euch nicht gefallen. Okay, ich wollte hier mehr noch den Neuanfang anschauen. Neuanfang, ein Neuanfang bringt Glück. Moment. Ja, Neuanfang ist schon unterwegs zu euch. Ist schon unterwegs zu euch. Vielleicht ist es etwas Leidenschaftliches, was hier reinkommt, oder einfach auch wieder Bewegung, was die Familie, ja, vielleicht zu den Eltern oder zu den Geschwistern. Ja, dass man da mit diesen Menschen einfach wieder Unternehmungen macht, ja, mit der Familie eben. Also jetzt nicht die Familie, falls ihr Kinder habt oder halt Familie, wenn ihr diesen Partner als Familie seht, sondern vielleicht einfach die eigene Familie nochmal. Aber auch mit dem Kind, ja, auch mit dem Kind, ja, falls ihr hier Kinder habt, dann macht man einfach wieder Unternehmungen und das ist auch wieder so ein Neuanfang. Okay. Es gibt wieder Wachstum im Bereich Freundschaften, im Bereich unterstützt werden. Es kommt hier Tratsch rein oder es kommt hier etwas rein. Ja, Moment. Das, nee. Ja, okay. Eine Nachricht kommt hier rein, was, ich denke, glücklichen Stress ausmachen wird und Wachstum reinbringt. Wachstum in irgendeine Herzensangelegenheit. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es mehr der Beruf ist oder vielleicht hat es was mit einem Umzug zu tun, mit einer Flugreise, ja, Schiffsreise. Ja, das kann es hier sein. Es gibt Komplikationen, was einfach die Beziehung betrifft. Ja, es gibt Schwierigkeiten, man muss diese Sache heilen, ja. Stabile Finanzen, definitiv. Eine mächtige Person ist bei euch zu Hause, ja, weiß nicht, ob ihr hier die Hosen anhabt, ja, das ist mein Haus oder so, ja, oder es ist ein Vater, eine Mutter, ja, in eurem Haus, ja, die scheint ja auch ziemlich autoritär zu sein. In der Öffentlichkeit, da kommt Glück, also
Kundschaften kommen hier rein, Verträge kommen hier rein. Ja, das sieht toll aus. Okay, dann mache ich jetzt noch die Fünferauszählung. Also. Der Fuchs, okay, nehmen wir den mal. Fuchs und Wege, falscher Weg, ja. Eine hinterlistige Frau, weil du siehst hier eine Frau drauf, ja. Auf den falschen Weg kommen. Falscher Weg. Man ist hier vielleicht auf dem falschen Weg oder falsche Entscheidungen, aber plötzlich kommen Erkenntnisse rein. Oh, bloß nicht, ich werde ja hier reingelegt oder das ist ja eine Frau, die hinterlistig ist. Eine starke Verbindung geht zu Ende. Eine starke Verbindung transformiert sich. Ja. Okay, dann lass uns mal schauen. So, ich möchte hier noch auf euch legen, meine lieben Zwillinge. Auf euren Gegenüber. Ich möchte. Ich möchte mal wissen, was das hier für eine Nachricht ist. Ich sehe hier noch gerade zum Schluss Belastungen im Bereich des Hauses, ja, also in Belastungen zu Hause, etwas Karmisches zu Hause. Okay, ich möchte dann noch, Beruf sah ja so toll aus, das würde ich fast schon gar nicht nehmen. Was ist es denn, was hier abgeschlossen will oder ein Geheimen ist? Ich möchte. Ja, der Fuchs ist ja von deinem Gegenüber jetzt weg. Was möchte ich denn noch gerne wissen? Ein Neuanfang ist ja auf dem Weg zu euch. Ja, vielleicht da noch etwas. Karmisches Glück, karmisch, hier kommt was Karmisches rein. Aber das würde ich jetzt fast nicht. Was nagt denn an euch oder was gibt es hier noch an diesen Zweifeln und Sorgen? Und dann vielleicht noch zu dieser Frau hier, ja, zu dieser Schlange. Okay, lass mich mal hier die Nachrichten sehen. Überraschende Nachrichten, so viel dazu. Was nagt denn hier? Was macht denn hier Zweifel oder was wird weniger? Entscheidungen. Entscheidungen sind nicht leicht zu treffen, wahrscheinlich. Okay, wir haben hier das Buch. Welches Kapitel will man abschließen oder was ist ein Geheimnis? Man möchte ein Kapitel mit einem Ex-Partner oder mit jemand sehr Autoritärem abschließen. Dann die Schlange hier. Komplikationen oder ist das wirklich eine hinterlistige Frau? Oh ja, oh ja, eine hinterlistige Frau haben wir hier. Ui, Moment, Moment, eine hinterlistige Frau, ein Gegenüber. Kleinen Moment. Diese hinterlistige Frau könnte Sternzeichenenergien Zwillinge, Waage, Wassermann haben oder Krebs, Skorpion, Fische. Jemand Älteres sehe ich hier.
jemand mit weißen, sehr hellen Haaren, blonden Haaren, eher blond oder weißlich, ja? Okay, das ist eine hinterlistige Person hier. Okay, also gut, dann lass mich mal hier weiterschauen, dieser Gegenüber, was ist da noch? Was darf ich da noch erfahren? Es kommen einfach Erkenntnisse rein, Lösungen mit diesem Gegenüber. So Aha-Momente. Ah, jetzt weiß ich es. Okay, und hier, was kommt hier für eine Nachricht rein? Neuanfang. Ich würde sagen, was ist die Neuigkeit? Die Neuigkeit ist einfach, man muss etwas Altes abschließen, man muss hier transformieren, man muss es zurücklassen. Man muss es zurücklassen, damit auch ein Neuanfang passieren kann. Ja? Okay, und was haben wir jetzt auf eurem Platz? Oh, okay. Ja, dir sind einfach Verträge momentan sehr wichtig. Verträge, Beziehungen. Oder aber es läuft immer etwas im Kreis. Ach, dieses Problem hatte ich doch schon mal und schon mal und schon mal und schon mal. Läuft denn mein Leben die ganze Zeit nur im Kreis? Geht es denn nicht vorwärts? Ja? Deswegen möchte ich hier mal einen Ratschlag für meine Zwillinge. Ratschlag. Selbstliebe ist das auf jeden Fall mit Asterkelche, dass man hier ein emotionales Erwachen haben sollte. Ja, ich bin die wichtigste Person und was noch? Was ist sonst noch der Ratschlag für meine Zwillinge? Meine Zwillinge, Ratschlag bitte. Ratschlag ist einfach, so wie ich glaube, wie die Zwillinge das auch immer machen, einfach nach vorne blicken. Also sich, ja, was Blödes passiert oder etwas war nicht toll, trotzdem weiter mit dir, wieder planen, wieder nach vorne, positiv nach vorne blicken. Ja, das ist hier der Ratschlag für euch. Genau. Meine lieben Zwillinge, das war nun eure Legung für Ende Oktober bis Mitte November. Alles Liebe und alles Gute!